Also, Nachhaltigkeit, das ist ja bekanntermaßen das Top-Thema von uns Deutschen seit Jahren. Vorsicht, der Torben greift in die Steckdose. Ach, macht nix, ist Ökostrom. Ja, und auch die Politik überschlägt sich ja mit Energiespartipps. Wussten Sie zum Beispiel, dass ein Deckenventilator viel weniger Strom verbraucht, wenn man vor dem Betrieb die Flügel abschraubt? Es gibt jetzt sogar einen Hersteller für batteriebetriebene Vibratoren, die man mit einer ausklappbaren Handkurbel ganz nachhaltig wieder aufladen kann. 30 Minuten kurbeln für 5 Minuten Spaß. Die Stiftung Warentest hat sogar das Prädikat befriedigend vergeben. Ja, und das zeigt, Nachhaltigkeit ist schon ein extrem komplexes Thema. Alleine um ein mittleres Kohlekraftwerk durch Sonnenkollektoren zu ersetzen, brauchen Sie dafür die Fläche von etwa ganz Fürth. Ja, gut, der Nürnberger sagt, das ist es mir wert. Ja. Ja, es ist schwierig. Zum Beispiel hat das Öko-Institut vor kurzem herausgefunden, dass man 10-mal mehr CO2 verbraucht, ein Kind großzuziehen, als ein Auto zu besitzen. Ja, da bin ich schon mal fein raus. Ja. Als kinderloser Kabarettist könnte ich wahrscheinlich mit einem Leopard 2 Panzer auf Tour fahren, hätte gegenüber der Kleinfamilie immer noch das Klima geschützt. Ja. Wobei ich natürlich auch kein Heiliger bin. Mal neulich erst mit meinem Diesel Grillkohle holen. In einer Plastiktüte. Die ganze Fahrt im ersten Gang. Und daheim habe ich sogar das Licht brennen lassen. Das machen viele. Die Dunkelziffer ist da sehr hoch. Ich meine, in der Hinsicht beneide ich ja wirklich meine Eltern. Die leben im bayerischen Odenwald, auf dem Land, konsequent nachhaltig. Meine Mutter wirft grundsätzlich kein Essen weg. Als Daumenregel gilt, alles, bei dem man nicht vor Entsetzen zusammenzuckt, wenn man den Deckel von der Tupperdose nimmt, ist noch genießbar. Neulich habe ich in ihrer Speisekammer eine Ravioli-Dose gefunden, die hatte noch eine vierstellige Postleitzahl. Ich meine, grundsätzlich sind diese ganzen Diskussionen über Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind mir eigentlich viel zu negativ. Ich glaube, wir brauchen da viel mehr Vertrauen in die menschliche Kreativität, die ja schon in der Vergangenheit die Probleme gelöst haben. Ja? Noch vor 20 Jahren wurde Rudolf Mooshammer mit einem Telefonkabel erdrosselt. Es wäre heute rein technisch überhaupt nicht mehr möglich. Ja, wir brauchen mehr Mut, wir brauchen mehr Optimismus in dieser ganzen Debatte. Aber ich weiß natürlich, Optimismus gehört nicht zu den typisch deutschen Kernkompetenzen. Die berühmtesten deutschen Erfindungen sind ja die Spaßbremse und die Reiserücktrittsversicherung. Deutsche bucht einen Abenteuerurlaub zu den Kannibalen aus Südamerika, aber auf gar keinen Fall ohne Reiserücktrittsversicherung. Sonst wäre das Ganze viel zu riskant. In Amerika dagegen glaubt man an das Unvorstellbare. Das Streben nach Glück, the pursuit of happiness, ist sogar Teil der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Es ist sozusagen die Pflicht eines jeden Amerikaners, glücklich zu werden. Wenn die NASA herausfinden würde, dass in 14 Tagen riesiger Meteorit auf die Erde einschlägt und alles Leben vernichtet, würde der typische Amerikaner sagen, fuck it, we'll shoot it. Bei uns würden sämtliche Zeitungen titeln, Weltuntergang in 2 Wochen. Deutschland trifft es am härtesten. Haben Sie schon über eine Reiserücktrittsversicherung nachgedacht? In diesem Sinne, Dankeschön. Ciao.